Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed Chronicles India. Ja, wir haben die Multikills freigeschaltet und die zweite Erinnerung erst abgeschlossen. Aber wir haben natürlich schon eine ordentliche Spielzeit, muss ich meinen. Wir gucken aber trotzdem, wo unser Mentor abgeblieben ist. Hamid, what do you know about the Kohinoor? Is it a power source? Enough, Alexander. He's no good to me dead. He's no good to us alive either, if you ask me. Let's put the bloody stone in the box, see what happens. I suppose you're right. Good. Can we get back to the temple now? Yes. Let him rot. We'll come back tomorrow and see if he's more cooperative. Oh, wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Die Suche beginnt. Nachdem er von Hamids Gefangennahme erfahren hat, muss Abbas die Hochburg der Templer infiltrieren und seinen Mentor befreien, bevor es zu spät ist. In der Zwischenzeit steht Hamid von Angesicht zu Angesicht dem Templermajor William Sleeman und dessen rechte Hand Captain Alexander Burns gegenüber. Die glauben, dass Hamid über wichtige Informationen verfügt, die sie ihrem Ziel näher bringen könnte. Wäre schön, wenn wir 2000 Punkte noch sammeln. Dann hätten wir ein bisschen mehr Leben. Alexander Burns. Naja, ein Kapitän, ein bisschen war. Wir springen einfach mal auf gut Glück rein. Ohne die Karte zu kennen. Highlander. Geschulte Wahrnehmungsgabe. Mit Rauchbomben können wir sie zwingen. Na gut. Stehen müssen wir auch noch. Ach du Kacke. What plans have we? Nothing fancy. I've had enough excitement by then. Bit of country living and putting my feet up. And what? Our salary is nothing to write home about. Not the way you spend it. Live for the day. That's what I say. Problem with this job is. Schön, wie der quatschen, ne? Ein bisschen interessanter diesmal die Gespräche, so sinnvoller irgendwie. Hochrangige Templerwachen, finde ich nicht okay. Oh, Mist. I'll never get past that checkpoint looking like myself. I'll need a disguise. Oh, eine Verkleidung. Drei Kleidungsstücke. Ach ja, hier Hut, Mantel und Gürtel. Wieso hat der einen Gürtel? Die anderen haben keine Gürtel. Okay, merke ich mir. Es ist sehr abartig. Also da müssen wir auf jeden Fall trotzdem lang. Na. Schlaf, Kindlein, schlaf. Ich war einmal ein Schaf. Huch, nehmt doch, wir gehen rein. Da kommt trotzdem der nächste schon wieder. Meine Güte. Die machen es einem nicht leicht. Und da oben guckt der noch runter. Die gehen da auch nicht weg. Haha. Das finde ich jetzt dreist. Dann machen wir eine große Runde. Identify yourself! Assassin! Große Runde. Au! Wieso ist denn der alarmiert? Over here! Oh oh. Ja. Der musste uns nur rausziehen. Wir waren schon tot. Tot durch rausziehen. Auf ein neues. Beschaffen wir die Teile der Verkleidung. Ich weiß zumindest, wie ich es mache. Wenn wir hier gleich hochgehen. Sobald der wegguckt. K.
Können wir nämlich hier seitlich lang und dann da hoch? Schlaf schön. So, damit hier keine Verstärkung kommt. Erstmal zumachen. Aber der bewegt sich immerhin. Huch! Achso, wir können ja einfach hochgehen. Ich dachte schon, das ist wieder sowas mit. Oh. Herrlich, oder? Truhe ist ja auch noch. Got it. Die können wir leider jetzt nirgendwo verstecken, aber hier sind zumindest zwei Wachen. Die lassen wir mal da. Vorerst. Muss man noch die Sachen mitnehmen? Gott, it's a good start. Just two more pieces to find. Und jetzt werden wir die auch mal ausschalten. Ich glaube, das ist einfach sicherer. Kann mir sogar vorstellen, dass wir damit noch ein paar Punkte sammeln, da wir sowieso jetzt schon Leute erledigen müssen. Und solange die hier nicht hochgucken. Der scheint voll wichtig zu sein. Wir warten mal, bis er wieder rauskommt. Oh. Ist er jetzt naiv? Der hat zumindest irgendwelche Wurfmesser. Warum ist denn der hier so lange unterwegs? Geh. Geh. Schön geschrieben, ne? Einfach den Hochrangigen hätten wir damit, aber ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt. Ach doch, wir müssen hinten noch hoch. Das heißt, auch den müssen wir ausschalten. So, und jetzt beeilen. Ach, wieder Chakram ist auch schön. No direct line. Perhaps I could bounce my chakram off the walls. Yes, got it. So noch nicht, aber erstmal drehen, würde ich sagen. Wie ein Genie. Also der ist wirklich nicht blöd. Ein bisschen mehr Rätsel, ein bisschen mehr Denken, finde ich ganz nett. Aber wir sind zu viele Wachen. Ganzen Todstürzen wollte ich jetzt nicht. Wir rennen mal oben lang. Können wir zumindest noch sehen. Ihr müsst ja gleich wieder herkommen, dann haben wir ihn weg und dann können wir wieder weitergehen. Was haben wir denn erst? Das ist auch den Hut. Ja. Irgendwo wird er schon noch sein. Also das Licht ist auch ein bisschen störend, aber das ist bestimmt mit Absicht. Jetzt kommt natürlich das Lustige, die Kollegen hier auszuschalten. A little smoke should shield my movements. Ich könnte ihn auch einfach mit einem Pfeifen bestimmt ablenken. Muss ich mich dann nicht um meinen Rauchbomben erleichtern. Aber hier kommen wir nicht hoch. Hm. Wir sind schon
schon mal zumindest so weit. So. Ja, da ist er überrascht, der Kleine. Und er gleich seine Arbeit wieder aufnehmen, dann können wir auch nach oben. Also auch die Blumen sehen geil aus. Es sieht teilweise aus, als wäre es wirklich Wandmalerei, aber dann ja doch so weiter im Vordergrund. Hat schon was, auf jeden Fall. Oh, schön kriechen. Der bewacht die Hütte, oder was? Au, jetzt schalt das doch bitte nicht daran. Nein, ich war zu langsam, zu schnell mit der Rauchbombe. Mhm. Two down, one to go. Ja, noch eins. Ich würde sagen, zweimal geschafft. Eins noch. Oh Gott, das wäre nochmal alles von vorne, ne? Dann wäre ich aber schon verzweifelt. Dreht er sich einfach um. Schlafchen. Süße Träume oder was man denen auch immer so wünschen kann. Also, einfach kein Freund von Rauchbomben, glaube ich. Oder generell, ich benutze selten Bomben in Assassin's Creed. Geldbomben ist nice, ne? Ach guck mal, jetzt guckt der extra nach oben da hinten. So lobe ich mir das. Schön. Lass mir noch ein bisschen Zeit mit gucken. Sehr schön. Ja, auch das ist natürlich wieder ein Verstärkungsgebiet. Die machen es uns nicht leicht. Mach schon mal geduckt hoch. Können wir den damit töten? Over here! Help! Oh oh. This way! Blöd gelaufen. Aber da kommen keine Wachen. Ist ja komisch. Das ist doch so eine Tür dafür. Vielleicht weil er uns nicht direkt gesehen hat. You'd better run! So. Hat doch geklappt, endlich. Ach nee, wir müssen ja... Ich war gerade völlig irritiert. Anstatt die Treppe innen zu benutzen, gehen wir lieber aus dem Fenster und klettern so rum. That's it. Now to get back to that checkpoint. Meint ihr das ernst mit dem Checkpoint? Identify yourself! Over there! Ach du Kacke! Hoffentlich hat's gespeichert. That's it. Now to get back to that checkpoint. Da war ein bisschen voreilig. Die eine Wache ist ja noch da. Wenn wir die lieber mal weghauen. Oh, da. So, wo ist jetzt der Checkpoint? Irgendwo hier vorne? Oh, guck mal, wie schön. Oh nein, meine Stimme, wie jetzt aussehen. So eine hübsche, schöne Verkleidung. Ja, eine ganz einfache. Ah, die laufen hin und her mit Absicht. I understand. We'll only allow townsfolk through the gate. Anybody else, and we'll lock down. Ich gehöre zu Townsvolk. Meine Güte. No need for the disguise now I'm through.
I need to reach Amid and it isn't going to work where I'm heading. Das Gefühl, ich habe jetzt schon wieder 10 Stunden mit dem Spiel verbracht. Oh, was ist da los? These bells are all linked. If I get seen, they will set them off and Amid is dead. Ja, leider keine Chakrams, schon mal für das erste nicht mehr. Werden sie alarmiert, wird er sterben. Ich sehe mich das jetzt schon ein paar Mal probieren. Wie weit kann er gucken? Guckt immer nur rechts und links, schätze ich. Er ist ein einfacher Mann. You, stop. Oh! Ich höre nichts klingeln, aber er ist trotzdem tot. Hm. Das finde ich etwas, dass ich den gar nicht töten darf dann. Muss ich auch noch schleichen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich bin zu ängstlich für sowas. Na los, komm. Passieren quasi. Ja, mal ein bisschen hin und her ist und dann können wir theoretisch zurück. Uiuiui. Das hätten wir schon mal. Da haben wir schon mal so direkt Gold bekommen. Nearly there, old friend. Hold on. Alarmieren ist kein Problem, aber wir können den hier, glaube ich, einfach töten. Weil ich will auch da hinten gerne lang. Aber hier beim Tiger will ich es gar nicht erst versuchen, auch wenn er da schläft, der Mann daneben. Ärgere ich mich jetzt schon, wir werden nie im Leben die Punktzahl bekommen, damit wir hier was Besseres erleben dürfen. Das ist aber der von oben bestimmt. Weil wir den jetzt haben, kommt der nicht wieder. Sicher, sicher. Darf man wieder warten? Merkt er uns auch nicht nur, weil wir da direkt neben ihm stehen. Nein. Es ist, wenn wir nicht im Kreis sind, sind wir nicht im Kreis. Oh. Hihihihi. Und gleich sind wir oben. Bitte, lasst mich das einmal schaffen hier. Auf Anhieb. Meister. Was? Felix, Code beschädigt. Wird restauriert. Code repariert. Mögliche Helix-Störung entdeckt. Jetzt müsste ich hier kämpfen. Ist das geil. Zwischen den Verstecken. Er tötet einfach. Good to see you, my friend. Thank you, my friend. You're a tough beast, you know that? Who took you? What did they want? It was Major William Sleeman. He was asking about the Kohinoor. He wasn't alone. Alexander Burns was with him. You've heard of him, I assume. By reputation only. He has killed many of our brothers. You are lucky to be alive. Luck has nothing to do with it, brother. Unfortunately, Sleeman took the Kohinoor. You lost my Chu?
Something big is happening, Arbaz. They talked about a box and using the Kohinoor to power it. It may be Ezio Auditore's box that the Brotherhood lost long ago. So you want me to steal the jewel back? And the box? Yes. Go to their new outpost. You'll find them, and I hope the entrance to a secret place I've been suspecting for a while. A precursor site may be underneath the palace. Interesting. I'll take care of it. Stay out of sight, my friend. Oh, wir konnten unseren Meister retten. Das haben wir ja bisher nicht wirklich geschafft. I need to find this Major Sleeman. He can't be far. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Boah. Wir müssen noch in den Tempel da rein. I need to talk with you about the security arrangements, Sergeant. Follow me. There he is. I need to keep on his tail, see where he heads. Ach, herrje. Wo soll ich denn jetzt hier schon wieder lang, ey? Something bothering you? No. It just seems like there's something important going on. And the last thing we need is something to come faster, Arbaz, faster. Wo bin ich hier? Das zählt schon mal, sehr schön. Make sure the men are properly rested. Too many seem to be lacking concentration. Oh, ich hätte ihn nicht so langsam töten dürfen. Ach, quicker, Abbas. This side of the palace is exposed. We need to make sure that no one can scale these walls. Sicher doch. Geh auch nicht unten an den Wänden lang, sondern oben. Also an der Decke. Aber es ist geil. Also ich wollte ja nochmal so eine Verfolgungs-Beeilungsjagd, sage ich jetzt mal. Ist ja genau das, wonach ich geschrien habe. Kann ich mich jetzt nicht beschweren. I don't want to hear your excuses, Sergeant. Got to keep moving. To be allowed through the entrance once the doors are closed. Is that clear? Guard this entrance with your lives. There are assassins in the area. They will eventually find this place. So, keep your eyes open. The Major has ordered us to seal this entrance. Take the handle to the wheel and guard it with your life. Yes, sir. Jetzt hat er den Hebel mitgenommen. Boah. That must be the entrance to the precursor site. I need to get that handle back. Diese blöden Stolpertritte sieht man noch überhaupt nicht, ne? Wenn man direkt davor steht. Ist das hier? Wir werden mal langsam schleichen. Oh, oh. Klingelingeling. Das ist ein Stolperdraht mit Alarmanlage. Dann klauen wir ihn noch. Was hat er denn? Rauchbomben sicher. Ich hätte doch gerne Chakrams noch. Haben wir ja keine. Belemont. Began to think that's all there was for a time. Ach, das ist die Tür, wo wir rein wollen im Endeffekt. Oh, naja, dann bringt uns das jetzt hier noch gar nichts. Aber schön, dass die Wachen jetzt natürlich weglaufen.
Der hat den Schlüssel. Also den Hebel, denke ich mir. Der hat aber auch eine Menge Wachen um sich drumherum. Hätte ich jetzt natürlich auch so rumgehen können. Wäre sinnvoller gewesen. Nee, naja. Oh, ist das alles knapp, ey. Sounds great. I've been all over myself. See much battle. Fair amount. Began to think that's all there was for a time. Muss ich hier nur gucken, dass sie dann erstmal weggehen? Ich glaube, die sehen einen nicht, wenn man direkt dahinter sitzt. Sieht so zugeschlossen aus. Na toll. Jaipur. It was a lot easier work than this place. It was too hot for anyone to cause too much trouble. Die gehen ja bestimmt ein Stückchen. I've been all over myself. Seen much battle? Fair amount. Began to think that's all there was for a time. Oh, es geht. Ah! Vielleicht quatschen die ja gleich wieder entspannt und dann springen wir einfach weg. Wir machen halt so ein Doppelkill. Doppelkill? Naja. Sind bewusstlos. Das ist das, was wir wollten. Guck da gleich wieder hinter. Ja. Diese Wachen immer. Aber ich bin schon mal froh, dass ich auf jeden Fall von oben gegangen bin. Das erleichtert es mir schon. Oh. Das ist der, den wir wollen. Aber den kriegen wir bestimmt nicht so leicht. Weil halt wirklich rechts und links beide gucken. Das heißt, wir müssen abwarten, bis er in der Mitte ist. Und dazu würde ich vorschlagen, wir holen uns die beiden unten noch. Dann sind die erstmal abgelenkt. Ach, ich habe keine Schakrams. Das ärgert mich am allermeisten. Hätte ich wenigstens die Verstärkungstüren hier wegmachen können. Oh, Kacke, jetzt kommt er. Das ist ja blöd. Heißt, in einem günstigen Moment, so wie jetzt, stecken wir uns hier einfach, werden dann gleich wieder umdrehen, sobald sie an uns vorbei sind. Davon bin ich einfach ganz schnell nach oben. Man hat ja echt nicht viel Zeit bei den beiden. Ich kann die Leichen halt nirgendwo verstecken. So, dann warte ich ja, bis die immerhin zurück sind. Beziehungsweise einmal an mir vorbei und dann werde ich ganz, ganz schnell nach oben klettern. Ganz, ganz schnell. Die bewachen den schon ganz schön blöd, ne? Hehe, aber ich bin nicht blöd. Schalten wir die eben aus. Die ist direkt eine Schlafkiste für den Guten. Also es müssen Fliesen sein oder irgendwie ganz komische Sachen, weswegen die halt so extrem Lärm produzieren. Das wundert mich halt ein bisschen nur. Dann kümmere ich mich auch gleich noch eben um das Fenster hier. Bestimmt zur Flucht, ganz sinnvoll. Warten wir. Nehmen wir uns dann von hinten vor. Identify yourself. Ach, wir dürfen ihn... Here, over there! Oh, oh.
Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wir dürfen ihn nur klauen. Gott sei Dank hat das hier gespeichert. Es wäre sonst ganz schön blöd. Now to open that entrance. Joop. Ach ja, hier waren ja noch zwei Wachen, die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber die machen uns keine großen Probleme. Ich hätte jetzt eigentlich auch direkt reingehen können, ne? Wir müssen aber Krias aufmachen. Wir können auch gar nicht so. Er meint ja oft zum Eingang, aber. Ohne es aufgedreht zu haben. Wie dumm. Ah, wir müssen nach da oben wieder. Wieso bin ich denn gleich aus dem Fenster gesprungen, ey? Sagt mal. How long have you served? A few years. Jetzt reden wir auch noch. Trouble, so I can get a few more in before retirement. What plans have we? Nothing fancy. I'll have had enough excitement by then. Bit of country living and putting my feet up. Schön. Was man sich jetzt für Geschichten anhören muss. Irre. Ich find's wirklich kreativ, ich find's gut, aber nicht, wenn ich da gerade nicht stehen möchte. Gut, bis hierhin sind wir ja schon mal gekommen. Good. A few moments of calm is just what I need right now. Gives me time to think. Können wir die beide ausschalten? Something bothering you? No. It just seems like there's something important going on. In the last. Wunderbar. Ein ruhiges Landleben, die Füße hoch. Ach, die da unten quatschen wieder. It must be the assassin. Fire! What? Reist. Ach, warte doch mal, Leute, was mache ich hier überhaupt? Ich kann mich hier gar nicht fallen lassen. Aber hier hat er mich natürlich jetzt nicht treffen können. Das ist immerhin geil. Ach, so funktioniert das so. Wer hat denn das wieder zugedreht gerade? Ach ja. Wieso habe ich das erhöhte Taschendiebstahlgeschwindigkeit nicht. Achso, ich habe nur 2,9. Maximal wären 4,1. Mann. Aber endlich geschafft. Erhöhte Gesundheit immerhin. Er wird stärker und kann mehr Schaden einstecken, bevor er stirbt. Aber habe ich jetzt nicht gemerkt. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Chronicles India.